Ja, irgendwie jeder, egal ob beruflich oder privat, leider gibt es das gerade in ländlichen Regionen noch längst nicht überall. 55 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land für den Rhein-Sieg-Kreis sind für den Internetausbau bewilligt. Davon sollen eigentlich 8 Kommunen profitieren. Eigentlich deshalb, weil Neunkirchen-Seescheid nicht mitmachen will. Heute Abend gibt es eine Krisensondersitzung im Rat. Das Problem, steigt die Gemeinde aus, hat sich das Förderprogramm auch für die anderen 7 Kommunen erledigt. Mit Folgen vor allem für Geschäftsleute. Ein Garten- und Teichbaubetrieb in Neunkirchen-Seelscheid. Hier kämpft Andreas Walterscheid jeden Tag mit dem Internet. Eigentlich würde er an seine Kunden unter anderem gerne Videos von seinen bereits umgesetzten Bachläufen als Beispiel verschicken, damit die wissen, wie so etwas in ihrem Garten mal aussehen könnte. Bei einem Bachlauf ist halt wichtig, den Wasserlauf zu sehen, nicht nur ein Foto, sondern wie läuft das über die Steine von Wirbelung und von der Aufteilung her im Bach. Verschicken Sie solche Videos überhaupt? So Bilder, ja, aber Videos verschicken ist zwecklos. Weil es zu lange dauert. Ja, genau, die gehen gar nicht recht raus. Der Wunsch von Walterscheid, ein ordentliches Internetpaket unterm Weihnachtsbaum der Gemeinde. Die hatte das Päckchen zusammen mit 7 anderen Kommunen auch schon geschnürt. Das ganze Leben wird digitaler und wir wissen, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Und demzufolge müssen entsprechende Internetverbindungen vorhanden sein, die im Grunde genommen ein Muss ist für die Gemeindeentwicklung. Im Ratssaal dürfte es jetzt eine hitzige Debatte um die Internetzukunft der Kommune geben. Denn vor einigen Monaten sah es hier noch so aus, als gäbe es eine große Zustimmung, auch weil wegen knapper Fristen die Zeit drängte. Dann aber kamen immer mehr Fragen, unter anderem zur Finanzierung. Vor 2 Wochen dann entschied sich die Mehrheit überraschend gegen das Förderpaket. Auch wenn wir nur 10% bezahlen müssen, Eigenanteil, sind 2 Millionen Euro, ist immer noch sehr viel Geld, sind 78 Grundsteuerpunkte für die Bürgerinnen und Bürger Neunkirchen-Seelscheid. Und da muss man halt schon abwägen, macht das was aus oder an welcher Stelle kann man Kompromisse machen? Und an der Stelle sind wir jetzt gerade. Es gibt wohl jetzt eine alternative Finanzierungsmöglichkeit. Und die haben wir uns auch ernsthaft am Wochenende angeschaut. Da haben wir noch Fragen zu, die werden wir heute Abend adressieren. Und je nachdem kann man sich ja vorstellen, dass es über ein anderes Finanzierungsprogramm darstellbar wird für uns. Sparen statt Steuererhöhung, dann könnte es mit dem Förderpaket noch klappen. In Lohmar wird das Netz schon ausgebaut, aber eben nicht in den etwas abgelegenen Dörfern. Auch dort soll das graue Fleckenpaket helfen. Damit wird es aber nichts, wenn sich die Nachbarn in Neunkirchen-Seelscheid nicht einigen. Dann wird das gesamte Förderpaket im Rhein-Sieg-Kreis gecancelt. So sind die Richtlinien. Das ist für uns ein Desaster, weil die Bürger warten auf Glasfaseranschlüsse und sie jetzt noch weiter zu vertrösten. Jetzt haben wir einen Bewilligungsbescheid. Die könnten in die Ausschreibung gehen. Und das würde dadurch alles sehr verzögert. Andreas Walterscheid gibt die Hoffnung nicht auf, dass auch sein Internet bald mal so flüssig läuft wie das Wasser in seinen Bächen. Schwerer Verkehrsunfall am